Und damit herzlich willkommen zurück bei Red Running. Running Red. Mit dabei auch wieder die Eisli. Da ist ein Skelett. Oh mein Gott, da spawnen so viele Dinge. Oh Gott, das Oh shit. Ey, Leute, baut doch zu, anstatt wegzurennen. Ich hab Angst. Gottes Willen. Die Männer rennen hinter die Kisten und die Frau baut zu. Ist ja echt klasse. Ich wollte mir eigentlich gerade ein Schwert craften. Ja. Die Aufnahme fängt doch schon mal gut an. Ich find, also nicht schlecht, nicht schlecht. Aber und darf ich dich nochmal kritisieren? Warum baust du den Dirt hier an die Kante, wenn du einen Baum... Oh, cool. Ein Skelett reitet auf einer Spinne. Nein, gar nicht cool. Tschüss. Oh mein Gott, da kommt Creeper auf der anderen Seite. Echt? Komm, ich schnapp's dir. Nein. Lass das. Haha, ja. Viel Spaß beim. Oh mein Gott! Boom! Geh da weg! Ich bitte dich! Nein! Oh mein Gott! Ich hab einfach voll Bock da drauf jetzt! Nein! Doch nicht auf dem zweiten Block reiten! Ich hab ihn gedaudet! Ist da noch irgendwas? Nö. Ich glaub nur, Jesus ist immer mit uns. Ach, jetzt fang mit dem Scheiß nicht an. ich hab den Enderman angeguckt. Das tut mir echt leid. Meine Güte, irgendwie. Ach, die verreckst du. Ich hab Skill. Das weißt du doch. Komm, der ist gleich down. Noch ein halbes Leben. Entspannt zur Base, würde ich sagen. Hey, der hat Seeds gedroppt. Und ein Enderman-Kopf. Ja, Moment. Und wir tschüss. Saat. Achso, vielleicht sollte ich die Dinger auch nochmal abbauen. Bitte dich. Jetzt komm, da kommt jetzt ein Creeper. Oh, nein. Oh, sorry. Das war mein Fehler. Weg. Aber naja, jetzt ich wollte gerade sagen, jetzt kommen sie auch nicht mehr hier rüber. Nee, jetzt kommen sie wenigstens nicht mehr rüber, ist doch gut. Soll ich mir den holen? Soll ich mir den schnappen? Mach lieber mal Fackeln und leuchte aus. Ja. Nö. Gut, dann mache ich die Fackeln. Nö. Oh, das war der andere Teil der Brücke. Aber jetzt sieht sie zumindest ziemlich cool aus. Oh, was wir in einer Folge geschafft haben, zerstört in Sekunden. Ja, und zwar von mir. Ich hab nichts anderes erwartet. Na gut. Wie war das mit, wir sollten vielleicht Betten bauen? Ja, aber das bringt uns doch auch nichts. Die Leben werden abgezogen und wir spawnen eh hier auf der Insel. Ja, aber im Sinne von Betten, im Sinne von Schlafen. Ach so, ja, Nacht das überspringen ist eine gute und so. Idee. Wofür benutzt du denn sonst dein Bett, Eisli? aber jetzt weiß ich gar nicht, wie du in Wirklichkeit also tight. Was? Guck mal, da oben auf dem Ende des Steges. Ja, da hat gerade irgendwas geleuchtet. Jetzt ist es weg. Schade, ich wollte es dir gerade zeigen. Ja, nee, ich hab's schon gesehen. Ich hab's gesehen. Ja, was war das? Das war Glowstone-Schleim? Das war Jesus. Er hat uns beschützt. Ja, dann nicht. Okay. Jesus kommt auch nachts zu dir ins Bett gekrabbelt. Ja, ich weiß. Jesus, dein. Your Latin Lover. Mein Latin Lover. Okay. Oh mein Gott. Komm, erhalten wir mal das Niveau und machen einfach mal weiter, als wäre nichts passiert. Bitte. Also, ich habe ein Enderman-Head. Habe ich doch gerade gesagt. Echt? Oh. Wie gesagt, der hat gedroppt. Oh mein Gott. Oh, ja, Schnauze. Oh mein Gott. Wow. Guck mal, der guckt uns jetzt so böse an. Cool. Okay. Ich will den haben. Da ist ein Bett. Ja, ich mach gerade mehr. Echt? Mhm. Alter, bau das Bett doch nicht so fucking an die Kante, Mann. Ich werde Spatzel! Du hast die Dirt an die Kante gesetzt. Du setzt das Bett an die Kante. Ja, aber da kommt doch noch Plattform hin. Das ist der scheiß Dirt hier weg, du. Mann, ihr seid so gemein zu mir. Ich disconnecte gleich, ey. Mach mal die Plattform größer, damit nicht alle Saplings runterfallen. Bei deinem Dirt. Ach stimmt, das war vielleicht ein Manko an meiner Idee, die... Ja, das meine ich doch, den Dirt an die Kante setzen. Das bemängelst du schon die ganze Zeit an deiner Arbeit. Du hörst ja nur nicht zu. Ich gebe zu, es war vielleicht nicht geil, aber ich bin immer noch besser als ihr. Warum? Wo? In welchem Universum? In unserem. Schwestern. Den hab ich nicht gerafft. Ich auch nicht. Gut. Habe ich da jetzt irgendwas? Das war auch eigentlich gar kein Witz, das war einfach nur ein schlechter Diss, so ein auf den und dann. Egal. Achso, ich dachte, das wäre irgendein Zitat gewesen jetzt aus irgendeinem weltbekannten Film, den wir nicht kennen oder so. Ja, nee, war es nicht. Als würde ich auf die Idee kommen, irgendjemanden zu zitieren.
Mir ist aufgefallen, schon seit 2 Folgen, inklusive dieser, renne ich nur herum und schaue euch beim Arbeiten zu. Ja, das ist uns auch schon aufgefallen. Wir sagen aber nichts dazu. Also, okay, weil wir akzeptieren dich als Teil der Gesellschaft trotzdem. Danke. Und ja, ja. Wollen wir pennen gehen? Ich liege in der Mitte. Ich will, dass ihr euch an mich pusht. Ich wollte erst noch Blöcke machen, weil du ja gesagt hast, da fällt mal runter und so. Darf ich mein Bett nehmen und woanders hingehen? Jo. Ich leg mich hier hin. Eis ist schief an der Kante. Wenn sie runterfällt, ist nicht so schlimm. Ich hab doch gerade Blöcke gemacht. Ja, Eis muss ich nur hinlegen. Wir warten auf sie. Wir warten nochmal auf die Frau im Bett. Weißt du doch. Oh, jetzt wartet ihr auf mich. Moment. Bitte wieder dazwischen. Entspannte Base. Du bist die Mitte. Danke. Oh, es ist morgen. Ja, wie schön. Naja, die Creeper sind da immer. Mann. Das Zombie schubst die Creeper runter. Ja, das finde ich auch gerade witzig. Das ist cool. Das ist super. Sag mal, sollen wir nicht vielleicht einfach gleich. Wieso macht ihr denn keinen Pfeil und Bogen? Aber wir haben keinen Flint. Wir haben keine also, Pfeile, ich wollte gerade sagen, einen Bogen kriegen wir hin, aber die Pfeile nicht. Ja, wer weiß, ob wir nicht auch Flint hinkriegen. Wir haben ja Blutmagie, ne? Flint. Das ist natürlich richtig. Gibt es keine Magie? Doch, es gibt hier eine Magie für, aber dazu brauchen wir ein Alchemy Chemistry Set. Haben wir das? Nee, haben wir nicht. Kriegen wir denn Gravel hin? Das kriegen wir wahrscheinlich hin. Ich höre schon wieder zischen. Ja, das war ich. Ich schubse die Creeper hier gerade von der Plattform. Mehr oder weniger. Huch, das war der andere Teil der Brücke. Aber das war sogar der dritte Teil der Brücke. Aber ich baue den gerade. Er baut aus. Überall Erde hin, wenigstens ja. Etwas. Du weißt schon, dass auf Erde die Wahrscheinlichkeit höher ist, was zu spawnen. Nee, ich weiß gar nicht. Ist auf Erde nicht irgendwie eine andere. Doch, für normale Tiere, ja. Ey, du Genie, machst jetzt erstmal bitte Fackeln. Und ich schon dabei. Nee, ich meine Marty McFly, den Spezialisten bei uns. Hallo! Sieht man gar nicht die Spawn? Wo die spawnen können, die Viecher? Oh mein Gott! Oh, das war der vierte Teil, aber... Ich warte, bis er die Brücke geräumt hat. Jetzt sind alle Creeper weg. Bist du sicher? Ja, ich glaube schon. Oh, ich habe Enderplant Seeds. Was ist das? Achtung, ich baue den weiter. Was sind Enderplant Seeds? Irgendwelche Seeds? What the fuck? Oh, das ist ein Skelett mit Rüstung. Alles klar, ich bin weg. Du hast als einziges das Steinschwert hier. Stell dich dem Kampf. Ich hab nur ein Holzschwert. Nö. Wie viel Leben hat er? Keine Ahnung, er schießt. Das sieht voll cool aus, dass ihr das so hier so gelassen habt. Lass mal einen Torbogen machen. Mit. Hab ihn. Ah, es hat ihn runtergeschubst. Chopper, finde ich klasse, ey. Und ja, das finde ich cool. Das Schwein mich an. Sind wir jetzt auf der Insel? Das versucht mit dir zu kommunizieren. Mhm. Sind wir jetzt auf der Insel? Ja, ich bin gerade dabei. Ja, wir sind gleich auf der Insel, verdammt nochmal. Ich hole mir die Kiste, ja. Glowstone, yay. Du kriegst nichts dazu bei und dann sowas. Was? Ich hab aber das Schweinchen gesagt, läuft jetzt hier frei rum. Ich bin im Blut. Achso, oh, das macht ja gar nichts. Das Blut hat hier, guckt hier komisch ja, raus. Ja, können wir das Blut irgendwie mitnehmen? Nein, Schweinchen, raus aus dem Blut. Das Schweinchen ist weg. Nein, Schweinchen ist weg. Soll ich es versuchen, im Wasserfall? Nein, das war doch da noch. Jetzt hat stirbt es hundertprozentig. Jetzt, ihr seid so blöd. Mhm, wir hatten dazu gebaut. Wer hat den Block dahin gesetzt? Maxi. Marty McFly. Das Schweinchen spawnt doch wieder, ich bitte euch. Ich dachte, ich wäre dumm. Das spawnt doch wieder, es müssen alle Tiere tot sein in einem bestimmten Chunk, damit es wieder spawnt. Damit Tiere wieder spawnen. So. Davon abgesehen. Aber die Quest haben wir jetzt noch nicht fertig. Nein, wir müssen, glaube ich, so ein. Nee, warte mal, was müssen wir eigentlich? Wir müssen Iron in Blood machen. Hä, müssen wir nicht. Ach so, genau, jetzt müssen wir. Iron? Wie kriegen wir Iron? Wahrscheinlich, indem wir auch schon wieder irgendwas Lustiges mit dem Altar machen. Ja, dann wo kann man das denn nachsehen? Auch da im Inventarview, wo man alles kann. Wenn wir diese Dinger, die hier in der Kiste sind, irgendwo raufpacken, würde ich sagen. Iron Ingot kann man machen mit so, also entweder wir haben Iron. Ach stimmt, wir haben ja die Büsche bekommen, ne? Von diesen Iron Nugget. Ja, die habe ich gerade mitgenommen, Moment. Und 9 Iron Nuggets macht ein Eisen Ingot. Wenn wir die in die Workbench packen.
diese neuen. Ja, das ist natürlich klar, aber ich sehe hier nichts mit Blutaltar. Ja, das ist dann halt nicht vorhanden. Aber wie kriegen wir die Iron Ingots? Wo habt ihr die her? Ich hab die gerade rausgenommen. Die, neun von diesen so. Nuggets? Einmal Iron, einmal Tin, also Zinn. Ja, dann mach mal die Dinger Gold. In den Blutaltar. Okay, Moment. Das ist wie so Blutaltar. Weil in Blut steht doch da. Moment, mal schauen, das geht nicht, oder? Nee, nein, nicht das, die Nuggets, den Waren. Achso. Den Waren nee, also in den Blutaltar. Wir brauchen doch einfach nur den Eisenbarren. Brauchen wir nur? Ja. Okay, dann müssen wir den aber in den Fern voran zu tun. Oder nicht? So. Nein, den Iron Berry Busch, den musst du pflanzen und dann wachsen da Iron Nuggets dran. Und diese Iron Nuggets kannst du alle paar Male pflanzen. Du kannst diesen Busch nicht pflanzen. Doch, der muss auf Stein. Ja, dann setzt man Stein. Hast du einen Stein? Ich hab Stein. Wir haben Stein. Ich hab Stein. Aber setz den nicht wieder an die Kante. Den kannst du nicht mal an Stein setzen. Vielleicht Cleanstone, entweder das oder an. Moment, das Eisending, ne? Das Eisen. Kann auch dunkel. Vielleicht muss es auch dunkel sein. Das kann auch gut sein, weil normalerweise wächst so was in Höhe. Das kann auch gut sein. Hier, dann setzen wir das mal hier hin. Wo? Halt, hinter dir. Oh, da. Okay. Ja, gut, dann muss ich. Gib mal her. Okay. Bitte. So, du kriegst die anderen sogar auch noch. Komm, ich bin heute mal großzügig. Okay. Cool, ne? Okay, so, ich setz mal diese Enderplant-Dinger. Das kann gut sein, dass es dunkel genug sein muss. Ich teste es gleich mal aus. Dann gehen wir mal auf die andere Seite der Insel und da können wir uns nämlich kurz runterbauen. Und aber da auch können nicht wir so eine kleine viel, Höhle. Ne? Hm? Aber auch nicht so viel. Ja, aber ich meine, es reicht für eine Höhle, ne? Ja, hoffentlich. Ja, aber dann geht in die Mitte. Ja? Über Blut. So, kamen wir mal daneben dem. Alter, komm hier nicht rein. Weil sonst hauen wir uns gegenseitig, sonst können wir nicht wieder raus. Uhu. Achtung, Quelle. Die Quelle. Ach so, im Blut kann man schwimmen. Also man kann auch im Blut ertrinken. So, nein, das brauchen wir. Das ist natürlich rein. Scheiße. Baue ich mal hier rein. Ja. Ah, siehst du, jetzt wächst er. Ah, perfekt. Cool, dann können wir dich hier zubauen. Danke. Ich warte jetzt hier, bis wächst. Bitte. Wächst. Ah nee, ich hab gar keine Spitzhacke. Eigentlich hast du eine Spitzhacke? Ja. Er hat nicht einen Cobblestone eingebaut. Ja, deswegen, das war vielleicht ein bisschen scheiße. Ich meine, zu dem Turm mag nicht einer schon mal anfangen, da rüber zu bauen? Nein, mach du das mal. Was soll ich machen? Da hast du was zu tun. Zum Turm bauen. Ja, das will ich machen. So, hier unten wächst. Ich baue unsere Plattform größer und leuchte sie aus. Wie macht man nochmal. Achso, ja, ich weiß wie. Komm mal nach. Ich soll mich mit Steps rüberbauen, oder? Mhm. Okay. Hui. Kann man nicht sprinten in diesem Modpack? Das Better Sprinting ist noch nicht. Ah, okay. Da, aber man kann sprinten mit Doppel-Leertaste. Nee. Ich nicht. Egal. So. Na, stirbst du? Und wie? Finde ich gut. Nein, so, bist du? Ich hab leider nur 24 Steps. Ich bin gerade dabei, Holz zu machen. Okay. Was meint ihr, was ist das da hinten für ein Turm? Böser Zaubererturm mit Gegnern drin, die dich alle töten. Mit Spawnern, glaube ich. Das finde ich cool. Ich mag Leute, die mich töten wollen. Warum wundert mich das eigentlich gar nicht? Vielleicht bin ich ein bisschen schizophren. Wer weiß das schon. So, aber du hast mal eine gute Idee hier. Diese Carpenter-Blöcke vielleicht einfach mal abbauen. Stört mich total. Ich mag diese Ecken nicht. Ich finde die voll nervig. Ey, wusstest du, dass man wenn man Shift gedrückt hält, die Form von den Dingern verändern kann? Guck dir das mal an. Also wenn du diese Carpenter-Dinger hast, ne? Gar nicht. In der Hand. So, und jetzt drück mal Shift und dann bewegt man das Mausrad. Da kannst du die Form. So. Nice. Heftig, ne? Ist mir gerade durch Zufall aufgefallen. Haha. Wie cool ist das denn? Das ist cool, ja. Also gleich Pyramide und jetzt Erde drauf. Okay. Yeah. Ey, das kann man voll. Kann man endlich mal richtig geile Pyramiden bauen hier, Matt? Voll die heftige Pyramide, ey. Ja, voll geile Pyramiden, ey. Junge, ey. Da kannst du dich aufspießen mit der Eier vorwärts. Cool. Na, das hast du, glaube ich, schon einmal zu oft gemacht, glaube ich. Mit den Eiern aufgespießt? Ja. Einmal zu oft.
mindestens einmal am Tag. Sonst kann ich doch nicht einschlafen. Ich lasse das mal unkommentiert. Danke. Aber Maxi, ich glaube, du bist schon wieder, musst schon wieder. Ach ja, stimmt. Wir sind ja schon wieder bei 20 Minuten. Wir halten uns mal an diese Zeit und sagen deshalb bis zum nächsten Mal, wenn das Chaos-Team hier wieder auf Erkundung geht. Das Chaos-Team. Oh, so nennen wir uns. Schreibt mal, immer wenn ihr etwas über uns schreibt, Hashtag Chaos-Team. Gibt's okay? Bestimmt wir schon. Heißen doch Blauwal, unser Team. Team Blauwal. Chaos-Blauwal. 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 Chaos-Blauwal finde ich gut. Das finde ich auch gut. Hashtag Chaos-Blauwal. Das ist jetzt unser Schlachtruf. Okay, jetzt nicht vielleicht unser Schlachtruf, aber auf jeden Fall unser Teamname. Ja. Wir sind groß und friedlich. Team Blauwal. Ein Chaos-Blauwal. Chaos-Blauwal, ja stimmt. Ja. Wer alles ist klar. Groß, blau und kann man geht. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Chaos-Blauwal.